Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch ein Zopf-Ajour-Muster, Muster, den du auch für alle deine Projekte verwenden kannst. Das ist die rechte Seite, das ist die linke Seite. Wir haben auch Skizze dafür. Margenzahl haben wir bei dem Muster teilbar durch 10 plus 2 Randmaschen. Die Randmaschen hast du natürlich nicht, wenn du in Runden strickst. Die geraden Reihen strickst du, so wie die Maschen erscheinen, und auch die Runden strickst du, so wie die Maschen erscheinen. Wir haben nach oben 24 Reihen oder 24 Runden. Die 25. fängst du wieder an, ab der 1. Wir haben hier linke Maschen, das sind die im Schwarz gezeichnet. Im Blau habe ich rechte Maschen gezeichnet. Im Grün Umschläge, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, und zwei Maschen zusammen überzogen. Und hier haben wir die Zöpfe. Als erste haben wir hier eine Masche auf die Hilfsnadel hinter die Arbeit liegen. Die folgenden drei Maschen rechts stricken und dann die von der Hilfsnadel links stricken. Das sind die hier drei. Als zweiter Zopf haben wir hier eine Masche auf die Hilfsnadel liegen, wieder hinter die Arbeit, ja, und dann die nächsten drei Maschen rechts stricken und die Masche von der Hilfsnadel auch rechts abstricken. Als nächste kommen hier, das sind die hier, da haben wir drei Maschen auf die Hilfsnadel vor die Arbeit liegen. Die folgende Masche links stricken und dann die von der Hilfsnadel rechts stricken. Und als letzte haben wir drei Maschen auf die Hilfsnadel vor die Arbeit liegen. Die nächste Masche rechts stricken, dann die von der Hilfsnadel rechts abstricken. Ich zeige euch das einmal, wie man das strickt mit Hilfsnadel, und dann stricken wir weiter, so wie ich euch das schon gezeigt habe, wie ihr das von mir gelernt habt, ohne Hilfsnadel. Wir fangen an mit der ersten Reihe. In der ersten Reihe haben wir kein Zopfmuster, da heben wir die erste Randmasche, ohne zu stricken. Und dann haben wir zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ich muss die hintere Wand nach vorne nehmen, weil ich nicht klassisch stricke. Wenn du klassisch, das heißt von vorne strickst, musst du das nicht machen. Und dann schiebe ich die rechte Stricknadel unter den zwei Maschen, aber von vorne. Und damit mache ich zwei Maschen zusammen. Und die hier entsteht, biegt sich in die rechte Richtung. Deswegen sage ich zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Fertig. Ein Umschlag und das Ganze nochmal. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also von vorne. Fertig. Ein Umschlag und noch einmal. Zwei zusammen, die sich nach rechts biegen. Rechte Stricknadel. Von vorne Faden holen und noch ein Umschlag. Dann haben wir drei Maschen rechts und eine linke Masche. Und das Ganze wiederholst du wieder. Zweites Rapport, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also die rechte Stricknadel schiebst du von vorne, holst den Faden, fertig. Ein Umschlag und nochmal zwei Maschen zusammen. Ein Umschlag und noch einmal. Ich habe, wie du schon gemerkt hast, ich habe hier zwei Rapports in der Breite. So, fertig. Ein Umschlag, drei rechte Maschen, das sind die im Blau gezeichnet. Und eine Masche links, das ist die im Schwarz gezeichnet. Dann wendest du die Arbeit und strickst die zweite Reihe, so wie die Maschen erscheinen. Wir kommen jetzt zur dritten Reihe und da haben wir eine Randmasche und dann kommt eine Masche links. Nach der linken Masche strickst du zwei Maschen zusammen nach rechts, also von vorne.
Dann haben wir einen Umschlag und noch einmal zwei Maschen zusammen nach rechts. Ein Umschlag. Und jetzt, wenn du die Maschen auf die Hilfsnadel legst, denk bitte dran, dass du deinen Umschlag, hier ist ein Umschlag, dass du den nicht verlierst. Das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt nehmen wir eine Masche auf die Hilfsnadel. Du kannst alles benutzen als Hilfsnadel. Ich mache das jetzt, den Umschlag weg. Und dann nehme ich die eine Masche auf die Hilfsnadel. Liege die hinter die Arbeit. Die nächsten drei Maschen, denk an deinen Umschlag, die nächsten drei Maschen strickst du nach rechts. 1, 2 und 3. Und dann die Masche von deiner Hilfsnadel legst du wieder auf die linke Stricknadel, Faden vorne, und die strickst du nach links. Fertig. Dann kommt eine Masche links. Und wir fangen an mit neuem Rapport. Eine Masche links, zwei Maschen zusammen nach rechts. Ein Umschlag. Zwei Maschen zusammen nach rechts. Ein Umschlag. Und jetzt machen wir eine Masche auf die Hilfsnadel hinter die Arbeit. Das ist die erste hier. Die kommt hinter die Arbeit. Die nächsten. Moment. Ich mache das so, dass ich die vier Maschen. Dann kommt die erste Masche hinter die Arbeit. Die nächsten drei Maschen kommen nach vorne, wie du siehst. Und die würden jetzt nach rechts abgestrickt. Eine, zweite, dritte. Und dann die von deiner Hilfsnadel oder die, die du nach hinten gelegt hast, die wird nach links abgestrickt. Dann kommt eine Masche links und die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und strickst die vierte Reihe, so wie die Maschen erscheinen. Wir kommen zur fünften Reihe. Da haben wir die Randmasche und dann kommen zwei Maschen nach links, eine und die zweite. Und dann zwei Maschen zusammen nach rechts. Ich muss wieder die Plätze tauschen, so, und Faden holen. Ein Umschlag. Und jetzt zupfen wir wieder, so wie in der dritten Reihe. Das heißt, du nimmst eine Masche auf die Hilfsnadel und liegst hinter die Arbeit. Und dann die nächsten Maschen strickst du rechts und dann die von deiner Hilfsnadel strickst du nach links. Ich mache das so, dass ich ohne Hilfsnadel stricke, wenn das klappt, ja, das klappt natürlich. Und jetzt würden die rechts die drei abgestrickt und die von der Hilfsnadel, die strickst du, schiebst du auf die linke Stricknadel und strickst nach links. Dann kommen zwei linke Maschen. Unser Rapport haben wir beendet. Neues Rapport, zwei linke Maschen, 1 und 2. Dann kommen zwei Maschen zusammen nach rechts. Also von vorne unter den zwei Maschen ein Umschlag. Und wieder zöpfen wir aus vier Maschen. Wir nehmen eine Masche auf die Hilfsnadel, liegen die hinter die Arbeit, dann die drei nächsten Maschen. Stricken wir nach rechts, eine, zweite und auch die dritte. Und dann schiebst du die von der Hilfsnadel auf die linke Arbeitsnadel und strickst nach links. Dann kommen zwei Maschen links und die Randmasche. Und das war jetzt die fünfte Reihe. Die sechste strickst du, so wie die Maschen erscheinen. Die siebte Reihe.
eine Randmasche und dann haben wir drei Maschen, die wir nach links stricken. Die erste, die zweite und auch die dritte. Und jetzt zöpfen wir wieder eine Masche auf die Hilfsnadel hinter die Arbeit liegen. Die nächsten drei Maschen rechts stricken. Ich mache das ohne Zopfnadel, wie du siehst. So, erste, zweite und die dritte, dann die Masche von deiner Zopfnadel strickst du nach links. Dann kommen drei linke Maschen und unser erster Rapport haben wir beendet. Wir fangen an mit dem zweiten Rapport in der siebten Reihe, drei linke Maschen und dann zöpfen wir wieder. Vier Maschen auf die Hilfsnadel, eine Masche auf die Hilfsnadel hinter die Arbeit liegen. Die nächsten drei Maschen strickst du nach rechts. Warte mal, nicht, dass wir... So, die strickst du nach rechts und dann die Masche von deiner Hilfsnadel schiebst du auf die linke Arbeitsnadel und strickst nach links. Danach haben wir drei linke Maschen und die Randmasche. Das war jetzt die siebte Reihe. Wir haben jetzt die neunte Reihe. Die Randmasche und danach haben wir zwei linke Maschen und die zweite. Jetzt nimmst du eine Masche auf die Hilfsnadel hinter die Arbeit. So, nichts hinter die Arbeit. Die nächsten drei Maschen strickst du nach rechts. Die erste, die zweite und auch die dritte. Jetzt kommt die Masche von deiner Hilfsnadel auf die linke Stricknadel wieder und auch die wird rechts abgestrickt. Jetzt machst du einen Umschlag und jetzt eine Masche heben, die andere Masche rechts stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Zwei Maschen links, die erste und auch die zweite. Unser erster Rapport haben wir beendet und jetzt stricken wir zweiter Rapport. Zwei Maschen links, die nächsten Maschen, die vier Maschen, das heißt, erste Masche hebst du auf die Hilfsnadel. Ich mache das natürlich ohne Hilfsnadel. Warte mal, weil irgendwas habe ich hier. So, die erste Masche auf die Hilfsnadel, dann die drei Maschen, die auf der linken Stricknadel geblieben sind, strickst du nach rechts. Dann die Masche von deiner Hilfsnadel schiebst du auf die linke Stricknadel und strickst auch nach rechts. Dann kommt ein Umschlag, dann wieder eine Masche heben, die andere Masche rechts stricken und die gehobene Masche über die gestrickte ziehen. Zwei Maschen links und bei mir ist schon die Randmasche, die ich nach links stricke. Das war jetzt die neunte Reihe. Kommen wir zur elften Reihe, die Randmasche und nach der Randmasche haben wir eine Masche links. Dann müssen wir wieder zöpfen und zwar wieder eine Masche auf die Hilfsnadel hinter die Arbeit liegen. Die nächsten drei Maschen, die auf deine linke Stricknadel geblieben sind, strickst du nach rechts. Und auch die dritte. Und dann die Masche von deiner Hilfsnadel schiebst du auf die linke Stricknadel und strickst auch nach rechts. Dann machst du einen Umschlag. Dann eine Masche heben, eine Masche stricken und die gehobene wieder über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag und noch einmal eine heben, die andere rechts stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Eine Masche links. Wir fangen an mit dem zweiten Rapport. Eine linke Masche. Und dann müssen wir wieder zöpfen. Warte mal, ob ich hier richtig bin. Doch.
Dann müssen wir wieder zöpfen, und zwar wir nehmen die erste Masche, nimmst du auf die Hilfsnadel und legst hinter die Arbeit. Ich mache das wieder ohne Hilfsnadel oder ohne Zopfnadel. Die legst du hinter die Arbeit. Und die nächsten drei Maschen, die auf der linken Stricknadel geblieben sind, strickst du nach rechts. Zweite und auch die dritte. Und dann die Masche von deiner Hilfsnadel schiebst du auf die linke Stricknadel und strickst auch nach rechts. Dann kommt ein Umschlag. Eine Masche heben, die andere Masche rechts stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag und das Ganze nochmal eine heben, eine rechts stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Ich muss gucken, ob ich hier Umschlag, doch habe ich Umschlag gemacht. Und dann haben wir eine linke Masche und da ist schon die Randmasche, die ich nach links stricke. Dann wendest du die Arbeit und strickst die 12. Reihe oder 12. Runde, so wie die Maschen erscheinen. Wir haben jetzt die 13. Reihe ohne Zöpfen, die Randmasche, und dann haben wir eine Masche links und drei rechte Maschen. Dann kommt ein Umschlag, eine heben, die andere rechts stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag und das Ganze nochmal heben, stricken und über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag und wieder eine heben, die andere rechts stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Und das Ganze wiederholst du so oft, wie viele Rapports du für dein Projekt brauchst. Wir kommen zur 15. Reihe. Die Randmasche und nach der Randmasche hast du eine Masche links. Jetzt kommen drei Maschen auf die Hilfsnadel und die legst du vor die Arbeit. Dann die nächste Masche, die auf der linken Stricknadel ist, strickst du nach links. Die Maschen, die auf deine Hilfsnadel sind, kommen wieder auf deine linke Arbeitsnadel. Warte, so. Und die würden nach rechts abgestrickt. Die erste, die zweite und auch die dritte. Dann kommt ein Umschlag. Eine Masche heben, die andere Masche rechts stricken und die gehobene Masche über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag und das Ganze nochmal, eine heben, die andere rechts stricken und die über die gestrickte ziehen. Am Ende haben wir eine Masche links. Zweiter Rapport, eine Masche links und jetzt drei Maschen auf die Hilfsnadel vor die Arbeit liegen. So, ich habe das fertig schon. Dann die nächste Masche, die auf der linken Stricknadel geblieben ist, strickst du nach links. So, dann schiebst du deine drei Maschen von der Hilfsnadel auf die linke Arbeitsnadel und strickst die nach rechts. Dann machst du einen Umschlag, eine Masche heben, die andere Masche rechts stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag und wieder eine heben, eine stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Eine Masche links und bei mir ist schon die Randmasche. Das war jetzt die 15. Reihe. Wir sind jetzt bei der 17. Reihe, die Randmasche, und nach der Randmasche haben wir zwei Maschen links, eine und die zweite. Dann nimmst du drei Maschen auf die Hilfsnadel, legst die vor die Arbeit. Die nächste Masche, die hier auf der linken Arbeitsnadel geblieben ist, strickst du nach links. Dann die drei Maschen von deiner Hilfsnadel
schiebst du wieder auf die linke Arbeitsnadel und die strickst du nach rechts. Dann machst du einen Umschlag, eine Masche heben und die andere Masche rechts stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Dann kommen zwei Maschen links und wir fangen an mit dem zweiten Rapport in der 17. Reihe. Zwei Maschen links, drei Maschen auf die Hilfsnadel vor die Arbeit liegen. Jetzt habe ich Fehler gemacht, war doch nicht richtig. So, drei Maschen auf die Hilfsnadel vor die Arbeit liegen. Eine, zweite und die dritte. Dann die Masche, die auf der linken Stricknadel geblieben ist, strickst du nach links. Dann holst du die drei Maschen von deiner Hilfsnadel auf die linke Arbeitsnadel und strickst die nach rechts. Dann machst du einen Umschlag, eine Masche heben und die andere Masche rechts stricken. Die gehobene über die gestrickte ziehen. Dann kommen zwei Maschen links und bei mir ist schon die Randmasche, die ich nach links stricke. Und das war jetzt die 17. Reihe. Wir haben jetzt die 19. Reihe. Die Randmasche und dann kommen drei Maschen links. Drei Maschen auf die Hilfsnadel, die legst du vor die Arbeit. Die nächste Masche, die auf deine linke Stricknadel ist, strickst du nach links. Und die drei Maschen von deiner Hilfsnadel strickst du nach rechts. Drei Maschen links und erster Rapport haben wir damit beendet. Wir fangen an mit dem zweiten Rapport. Wir haben drei linke Maschen. Dann wieder drei Maschen auf die Hilfsnadel vor die Arbeit liegen. Die eine Masche, die hier auf der linken Stricknadel geblieben ist, die strickst du nach links. Dann die drei Maschen von deiner Hilfsnadel strickst du nach rechts. Dann kommen drei Maschen links. Und da haben wir schon zweiter Rapport beendet. Bei mir kommt die linke Masche, das ist die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und strickst die 20. Reihe. Jetzt haben wir die 21. Reihe. Da haben wir die Randmasche und zwei Maschen links. Eine und die zweite. Dann kommen zwei Maschen zusammen nach rechts. Da die bei mir hier als linke Maschen erscheinen, muss ich die Wände nicht tauschen. Das heißt, ich kann sofort von vorne zwei Maschen zusammenstricken. Dann mache ich einen Umschlag und dann machen wir Folgendes. Ich mache das erste Mal das mit euch mit Hilfsnadel. Wir haben drei Maschen auf die Hilfsnadel. Dann kommt eine Masche, die wir rechts stricken und dann die drei Maschen, vergiss deinen Umschlag nicht, verliere ihn nicht. Und dann die drei Maschen von deiner Hilfsnadel kommen wieder auf die linke Arbeitsnadel und würden nach rechts abgestrickt. Die zweite und auch die dritte. Dann kommen zwei Maschen links. Und das war unser erster Rapport. Wir fangen an mit dem zweiten Rapport. Zwei linke Maschen, zwei Maschen rechts zusammen, also von vorne, ein Umschlag. Und jetzt kommen drei Maschen auf deine Hilfsnadel und die legst du vorne. Vergiss die Umschläge nicht und verliere dich hier nicht. Das ist sehr wichtig, weil hier hast du zu wenig Maschen. Dann strickst du die Masche, die auf der linken Stricknadel geblieben ist, nach rechts. Und dann die drei Maschen, die von deiner Hilfsnadel sind, strickst du auch nach rechts. Dann kommen zwei linke Maschen und mein zweiter Rapport ist beendet. Eine Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und strickst 22. Reihe.
Wir haben unsere vorletzte Reihe, 23. Die Randmasche, nach der Randmasche strickst du eine Masche links. Dann kommen zwei Maschen zusammen nach rechts, also von vorne, ein Umschlag. Und noch einmal zwei zusammen nach rechts. So, fertig. Ein Umschlag. Dann kommen drei Maschen auf die Hilfsnadel und die legst du vor die Arbeit. Die nächste Masche, die auf der linken Stricknadel ist, strickst du nach rechts und dann die drei Maschen von deiner Hilfsnadel strickst du auch nach rechts. Dann kommt eine Masche links. Zweites Rapport, eine links, zwei Maschen zusammen nach rechts, ein Umschlag. Zwei zusammen nach rechts, na komm, und wieder ein Umschlag. Und noch einmal, drei Maschen nimmst du auf deine Hilfsnadel und legst vor die Arbeit. Die Masche, die auf der linken Stricknadel geblieben ist, strickst du nach rechts und dann die drei Maschen von deiner Hilfsnadel schiebst du auf die linke Arbeitsnadel und strickst auch nach rechts. Dann kommt eine Masche links und die Randmasche bei mir. Das war jetzt die 23. Reihe. Und wir sind fertig. Schau mal, so sieht das aus nach einem Rapport in der Höhe und zwei Rapports in der Breite. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt bitte gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Mira.